Hallo, hallo, ihr Deponia-Freunde da draußen, willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir besorgen uns jetzt den Dietrich. Keine Ahnung, wie wir das zusammenbringen. Irgendwie müssen wir das mit der Handschelle machen, das weiß ich noch. Aber ich verstehe nicht mehr genau wie. Hey, lol, das habe ich ja schon mal gemacht, safe. Egal. Ganz egal. Wir können jetzt zurück switchen zu der Ding, stacen, und dann haben wir noch die Stange nach oben. Das heißt, wir kommen rein in das Kitchen. Ja, Dietrich. Können wir eigentlich den Dietrich dazu verwenden, da auszubrechen? Ja, das ist natürlich nice. So, dann gehen wir wieder in die Medizinstation. Und öffnen den Schrank. Nice. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich dann zum Glück alles beisammen, was wir brauchen. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Bisher ins Herz. Okay, alles klar, Bruder. Das heißt, wir können jetzt ganz viel machen sogar. Wir können jetzt hier erstmal das Blut abzapfen mit der Spritze, schätze ich. Also, jo, ich glaube. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Das ist eine gute Idee. Warum sitzt er sich drauf? Nein, er ist so dumm. So ein Spast. Da muss man schon mal sagen. Das muss man schon mal sagen. Aber egal. Das sind wir uns in Ruf. Stierblut? Check. Check. Rein da. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Okay. Jetzt noch da rein in die Tonis Laden. Und hau das Aufputschmittel dazu. Aufputschmittel. Check. Und jetzt noch Mühlen. Jetzt haben wir besonderes Kaffeepulver. Lull. Und können natürlich. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Killer klingt immer cooler, Rufus. Du hast natürlich sehr recht. Okay. Lanzo, wir haben alles. Lanzo. Da, geschlossenes Fach. Da kommt das rein. Das Pulver hat. Genau. Und. Oh, das energetische Wasser. Ab in den Tank damit. Gluck, 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 gluck. Okay. So, das war's. Okay, Leute, macht euch Zutaten gefunden. Macht euch gefasst. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt Same. Passiert. Also, ihr könnt es auch sagen. Wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum! Au, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Sind wir tot? Nein, ja. Das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, was ist das für eine random Frage? Okay, okay, das ist so geil. Aua. Wir haben hart für diesen Kaffee gearbeitet. Und jetzt. Ich glaube. Das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Ja, das glaube ich auch. Du brauchst einen Kaffee. Nie wieder AFK. Nee, nie wieder AFK. Die Buffer Black and White. Bist du wach?
Was soll das? Ich will ihr nur diesen Trichter. Nicht so lange hier behandeln. Und ich ihr behandle. Ich hier behandle den Bürgermeister. Ja, dann machen wir einen Brandalarm, du Hurensohn. Verdammte Kacke. So. Jetzt. Meine Brandsensorik. Was riecht denn hier so komisch? Ah, Feuer! Das Rathaus brennt. Brandschutzmodus. Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo, ja, jetzt zu lösch. Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott. Keine Sorge, ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Lol. Sei ich so bitter. So, jetzt brauchen wir. Endlich! Ich dachte schon, ich muss. Jetzt kommt der Inspektor. Unverändert. Die Diagnose über. Wo ist denn mein Stethoskop? Alarm, Diebstahl. Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister gibt niemand. Niemand verlässt den Tatort. Tasche von Low-Tech. Papa Rufus. Aber Rufus. Sie sind nicht unantastbar, Low-Tech. Vergessen Sie das nie. So, das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Low-Tech. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Und Sie ich mache derzeit meine Magie. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Hey, du. Erstmal den Papagei aufwecken. Geh doch, Schnarchschnabel. So. Und jetzt Rinder. Mit dem Kaffee. Schnabel. Ich, was? Was? Wo, wer war das? Ich war das. What? Rufus? Alles okay bei dir? Okay. Was ist passiert? Scheiß Gizmo. Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Cool, ich bin's, dein Retter. Bisse, Putz. Nein, Rufus. Bisse, Putz. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir. Sup. Kartoffelsuppe. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Okay. Ritzel. Nibbelfritzelsuppe. Hugi. Baselfasel. Nimm. Mammelfranz. Bim für die Bum. Klopp. Okay. Ach, das, die Frau ist ja total plemplem. Plem, klem. Tatteratetem.
Blim, blim, tit, rit, rit. Was habe ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Natürlich hast du das erwartet. Elysium? Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium? Ja, du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Nein. Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh. Du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber... auf, Mauf, rauf, Schmauf. Das Kreuz eines Helden. Ja, das Kreuz eines Helden. Wir sind Helden, wir sind so unendlich gutmütig sein. Rufus. Du hast dir das selbst eingebrockt, du darfst nicht immer so gutmütig sein, wirklich nicht. Lul, da ist alles kaputt. Der Lonzer. Aber er sitzt immer noch an der Kaffeemaschine, das finde ich witzig. Okay. Okay. Hallo, ich mache erstmal den Papagei hier. Hey, Toni. Ich habe ein Geschenk für dich. Und dann hat Rufus ja. Die... Jetzt können wir den irgendwie wieder mitnehmen. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Verstehe. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat alle Vögel geklaut. Ah. Alles Lügen. Alles Lügen, ja, safe. Vor allem, das Ding ist, die Toni kennt ja den Rufus schon. Deswegen kann man da schlecht von Lügen sprechen. So. Der Papagei, der kommt hier auf die Notrufsäule. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Lol. Okay, da ist nix. Wo ist denn dann der Fenzel? Ist der dann noch hier? Ha, hier schläft einfach der Lotek. Der passt. Dann nehmen wir sich die Uhr. Mit dieser Uhr können wir dann was machen. Und hier. Nice. Lange Finger. Rufu. Wacko, wacko, wacko. Wacko, wacko. Ja. Ludi, ich finde die Pony ist ein nice Spiel, weil... Egal. Wir haben jetzt geöffnet. Ich glaube, die Post hat auf. Die Post hat Potsdamer. Auf. Potsdamer. Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nö. Nee, ne? Nö. Okay, da kenne ich mich schon wieder aus. Da gibt's so ein cooles Minigame.
Katzen. Schau. Und die kannst du jetzt hyperaktiv machen, oder nicht? Ja? Stimmt. Sie kommt. Kommt, hey, Kitty Kitty. Ich sollte Projekt. Und die andere machen wir einfach ein bisschen langsamer und dann. Stimmt. Sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty Kitty. Komm, Kitty Kitty. Wie entspannt sie auf ein. Okay. Dann. Er ist schon mal pisst, weil die Leitung ein bisschen belegt ist. Also, dann wollen wir doch. Schau, okay. Das ändert jetzt die Tauben. Wir müssen jetzt irgendwie das zusammenbringen, dass wir. Wir brauchen kleine Tauben bei dem schweren Paket. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also in der Mitte sind die schweren Pakete und wir brauchen da in der Mitte dann eine kleine Taube, die dann quasi die schweren Pakete austrägt. Aber wie man das schafft, keine Ahnung. Das so ist jedes Mal frage ich mich das wieder. Weil ich mir denke, dann denke ich mir immer, bin ich behindert? Wie bekommt man das zusammen? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich überspringe das jetzt mal. So, lol. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus hat die Antenne von Frau Hendricks. Okay, Leute, beim nächsten Mal werden wir dann gucken, wie wir das zu unserem Vorteil nutzen können, dass wir da jetzt eine kleine Taube drin haben. Gut, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssikowski, meine lieben Freunde. Ciao.